In diesem Video zeigen wir euch heute, wie ihr Werbe- und Produktvideos mit Wiedererkennungswert nur mit eurem Smartphone und mit haushaltsüblichen Gegenständen aufnehmen und erstellen könnt. Also, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung mit Filmora 10 stärken. Wir wissen von einigen von euch, dass ihr Content Creator auf Social Media Plattformen seid. Habt ihr vielleicht schon mal versucht, euren Kanal mit einem Werbevideo zu promoten? In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ein Werbevideo erstellen könnt, um eure Fähigkeiten beim Filmen und Bearbeiten von Videos bestmöglich in den Vordergrund zu stellen. Heute zeigen wir das hier am Beispiel von einem Produktvideo, nur wo ein Produkt im Vordergrund steht. Mit solcher Art von Videos könnt ihr spezielle Produkte von verschiedenen Marken promoten und so auch auf eure Seite aufmerksam machen. In diesem Video verwenden wir heute nur haushaltsübliche Gegenstände und ein Smartphone zum Filmen und am Ende soll das Video dann so aussehen. Verwundert, wie wir das gemacht haben? Dann bleibt dran, das erfahrt ihr nämlich jetzt. Als erstes brauchen wir ein Objekt, was wir in unserem Werbevideo zeigen wollen. Wir nutzen dazu einfach dieses leere Parfümgefäß, weil es eine schöne reflektierende Glasoberfläche besitzt. Als nächstes kümmern wir uns um den Hintergrund und die Lichter. Wir werden jetzt hierfür einen dunklen Hintergrund ganz neutral in Schwarz wählen, weil es einfach das Objekt besser in den Vordergrund drückt. Schaut in eure Kamera, dass der Hintergrund wirklich sauber aussieht und keine Knitter auf dem Tisch zum Beispiel entstanden sind. Als nächstes kümmern wir uns ums Licht. Wir nutzen dazu hier eine Softbox mit Licht und stellen das Produkt auf den Tisch in die Mitte. Wenn ihr keine professionelle Lichtausrüstung habt, ist das nicht weiter schlimm. Es reicht auch ganz normales Licht, was ihr zu Hause habt. Achtet aber darauf, dass das Licht etwas heller wirkt und nicht so gelblich. Als nächstes nehmen wir dieses LED-Licht und gehen darauf auf unser Produkt hin und her, dass eben diese Reflexion auf unser Produkt entsteht. So wie es dann also hier aussieht. Jetzt zeigen wir euch noch ein paar haushaltsübliche Sachen, die beim Filmen wirklich besonders hilfreich sein können. Sehr empfehlenswert für eure Videos ist das Benutzen von einem Spiegel. Legt den Spiegel auf euren Tisch und stellt darauf das Produkt ab. Das führt einfach dazu, dass das Produkt nochmal deutlich besser betont wird, weil es eben einfach reflektiert. Stellt eure Kamera direkt frontal auf das Produkt ausgerichtet auf und achtet darauf, dass wirklich alles in der Aufnahme sichtbar ist. Dann seht ihr auch schon hier auf dem Boden, dass das Produkt gedoppelt wird und wirklich dadurch schön reflektiert, besonders dargestellt wird. Und jetzt bringen wir die Aufnahmen noch zu Filmora 10, um weitere Effekte hinzuzufügen. Um unsere Aufnahme etwas spektakulärer zu machen, legen wir sie hier auf unserer Timeline von Filmora 10 ab und gehen hier auf die Elemente. Hier unten haben wir unsere Filmstocks-Elemente und da haben wir das Smoke Volume 1 Pack von filmstocks.com heruntergeladen. Das könnt ihr auch machen und könnt euch dann zum Beispiel diesen Blowing Smoke Effekt bzw. dieses Element hier über euer Video legen, auch von der Länge anpassen und schon, wenn wir es uns anschauen, sieht unser Video nochmal spektakulärer aus. Mit einem Drehteller könnt ihr euer Produkt wirklich bestmöglich darbieten, denn euer Zuschauer kann so das Produkt von jeder Seite betrachten. Stellt euren Gegenstand auf den Drehteller ab und bewegt den Teller dann etwas hin und her. So kann nämlich euer Zuschauer jede Seite von eurem Gegenstand einmal sehen. Die Aufnahme sieht schon gut aus, aber wir bringen sie nochmal zu Filmora 10, um die Drehung nochmal etwas kreativer wirken zu lassen. Legt euer Video auf der Timeline ab. Ihr könnt es dann nochmal darüber ziehen oder ihr kopiert es und legt es nochmal eine Videospur höher. Denn das brauchen wir jetzt, weil wir es doppelt brauchen. Achtet auch darauf, dass es wirklich schön bündig ist, also direkt dort anfängt, wo das andere Video auch anfängt. Wir gehen dann hier doppelt auf unser oberes Video drauf, gehen dann hier oben auf Umwandeln und achten hier darauf, dass wir es einmal horizontal spiegeln. Dann können wir auch hier die Skalierung nochmal auf 200% setzen, denn es soll etwas größer sein wie unser anderes Video. Als nächstes gehen wir hier auf Compositing und gehen dann hier auf die Deckkraft und stellen die auf 50% ein. Zumindest reicht es auch, wenn wir sie auf ca. 50% stellen, ansonsten 50%. Dann gehen wir hier auf den Blendenmodus und wählen hier Blendenmodus heller machen. Wichtig ist nun auch, dass wir hier auf unser zweites Video gehen, rechtsklick dort einmal drauf und dann hier auf Geschwindigkeit und Dauer. Wir werden hier jetzt rückwärts abspielen anklicken und gehen hier dann einfach auf OK.
Ihr könnt dann euer zweites Video auch noch etwas weiter anpassen, bis es eben besser sichtbar ist, damit es eben nicht ganz so nah am Rand ist. Ich werde es einfach so weit anpassen und jetzt können wir uns hier unser finales Video einmal anschauen. Ein weiterer sehr guter Helfer ist Angelschnur. Befestigt euer Produkt einfach mit Angelschnur und hängt es dann an einen Stab dran. Dreht dann den Gegenstand ganz leicht an und alles weitere wird im Prinzip auch schon die Drehbewegung für uns übernehmen. Geht dann näher an einzelne Bereiche von eurem Produkt heran. Ganz wichtig, nicht das ganze Produkt zeigen, denn ansonsten sieht man natürlich auch die Angelschnur. Nehmt eure Kamera und probiert weitere Aufnahmewinkel, während sich euer Produkt dreht, denn das kann wirklich zu richtig guten Aufnahmen führen. Und hier noch ein paar weitere Tipps, die ihr beim Filmen beachten solltet. Achtet bei eurer Aufnahme mit dem Spiegel darauf, dass der Spiegel wirklich staubfrei ist. Es ist natürlich schwierig, aber macht ihn vorher nochmal sauber. Am Ende sieht das Resultat einfach deutlich besser aus. Achtet auch bei einem schwarzen Hintergrund darauf, dass dieser fusselfrei ist. Ansonsten nehmt dazu einfach nochmal eine Fusselbürste. Und um unnötige Fingerabdrücke zu vermeiden, zieht euch einfach Gummihandschuhe an. Und falls ihr noch weiteres Videomaterial für die Bearbeitung von eurem Video braucht, dann schaut mal bei filmstocks.com vorbei, denn dort findet ihr nicht nur Videos, sondern speziell auch Effekte für Filmora 10. Da könnt ihr also auch fündig werden. Und das war es jetzt auch schon von diesem Video. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall wissen, wie ihr kreativ ein Produkt- bzw. Werbevideo für euren Kanal erstellen könnt. Haben wir euch jetzt auch etwas inspiriert und ihr werdet die Tipps gleich anwenden, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.